Ja, gestern kam ein kleiner Hotfix für Fallout 76 und was da alles hot gefixt wurde, darüber sprechen wir im heutigen Video. Doch bevor wir loslegen mit den News, nochmal ein herzliches Glückwunsch an den kleinen Otto oder Klein Otto. Der hat nämlich die Rocket Kein Aimo 122 Gaming Maus in meinem letzten Livestream im Giveaway gewonnen. Ich wünsche dir viel Spaß damit, die Maus ist unterwegs, die sollte bis zum Wochenende bei dir sein. Und natürlich auch an den Schingen oder Schingler oder Schlingel oder wie der nochmal heißt. Der hat nämlich einen 25-Euro Amazon-Gutschein gewonnen und den Code auch mittlerweile erhalten. Ja, in diesem Sinne heiße ich euch natürlich recht herzlich willkommen, liebe Vault-Bewohner, Ödland-Besucher und liebe AFK-Elite, zu einem neuen Video. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, ihr wisst Bescheid, schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns drüber diskutieren, über die ganzen Punkte, die hier angesprochen werden. Und ja, Abo raushauen, Glocke aktivieren, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Genau, ein Hotfix kam, aber nicht nur ein Hotfix, nein, auch wieder kostenlosen Loot, den wir uns abholen können. Und zwar im Atomshop gibt es das Militärbarett in Hellbraun, kostenlos, könnt ihr euch dort abholen und dann an eurer Rüstungswerkbank herstellen. Und was ich natürlich auch extrem klasse finde, ist, es gibt jetzt ein Enklave-Paket. Sehr cool, kostet 1800 und ist einfach, es ist nice. Es ist absolut nice, mir gefällt das sehr gut. Ich finde jetzt die Powerrüstung, die sieht etwas merkwürdig aus, ein bisschen kitschig, kindisch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das bezeichnen möchte. Also, aber gut, sieht geil aus. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das Paket echt holen soll, weil eigentlich sieht das gar nicht mal so schlecht aus, das Ganze. Aber ja. Wollte ich euch nur wissen lassen. Gut, was wurde mit dem Hotfix behoben? Ich möchte an dieser Stelle noch kurz erwähnen, das sind Informationen laut Bethesda. Das bedeutet, ich streue hier keine Fehlinformationen. Ich sage nur das, was Bethesda gesagt hat. Einige dieser Hotfixes habe ich auch ausprobiert. Und die sollten eigentlich auch gefixt sein. Heißt jetzt natürlich nicht, dass es irgendwann vielleicht doch wieder Probleme mit diesen Umständen geben könnte. Und zwar mit dem PvP-Bug zum Beispiel. Ich habe ja ein Video rausgehauen, dass es einen Bug gibt, wo man Leute töten kann, obwohl sie kein PvP mit dir getriggert haben. Und dieser Fehler soll jetzt wohl laut Hotfix behoben worden sein. Sehr schön. Das heißt, man kann jetzt wieder sorglos durch Appalachia laufen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr trotzdem irgendwie Opfer geworden seid oder nicht. Wäre mal sehr interessant, ob das wirklich behoben wurde. Ich könnte mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass irgendwo irgendwie noch ein Fehler im Spiel drin ist, der das Ganze vielleicht auf einem anderen Wege doch wieder ermöglicht. Ja, die Hantelbank. Ihr wisst ja, die Hantelbank, die man ja durch das legendäre Rennen bekommen konnte, war ja deaktiviert, weil man damit stacken konnte ohne Ende. Die war total verbuggt. Dieser Fehler soll jetzt auch behoben sein. Der +2-Stärke-Bonus der Hantelbank stapelt sich nicht mehr länger. Ja, das heißt, man kann ihn jetzt getrost benutzen und alles ist im Budde. Sehr coole Sache. Dann gibt es, dann gab es natürlich noch eine Änderung und zwar ein Ödland für alle. Und dort soll es jetzt wohl so sein, dass die Kreaturen jetzt besser angepasst werden an euer Level. Da steht, wir haben uns das Feedback der Community zu Herzen genommen und das Balancing einiger Kreaturen auf mittlerer Stufe angepasst. Und um die Schwierigkeitskurve für Charaktere auf dem Weg zu Stufe 50 ein wenig abzuflachen. Ja. Da gab es ja viele, die haben sich beschwert, die dann gesagt haben, so ja, gerade so im Midgame, da ist das Ganze sehr kompliziert, da ist es sehr schwierig. Gut, ein Ödland für alle muss man jetzt auch dazu sagen, wer meine Livestreams beispielsweise regelmäßig guckt, der weiß, ich spiele jetzt aktuell ohne Mutationen. Ich habe mir sämtliche Mutationen quasi weggeduscht in der Red-Dusche. Ich habe keine einzige Mutation mehr und versuche jetzt zu gucken, wie sich das Ganze verhält, wenn man überhaupt keine Mutationen hat. Ich werde das Ganze natürlich mit meinem Level 400er Charakter dann noch auf die Spitze treiben. Ich werde mir eine nicht legendäre Rüstung craften, eine nicht legendäre Waffe in die Hand nehmen und dann einfach mal durch Appalachia laufen. Natürlich auch Queen mitmachen, den Koloss mitmachen, die Daily Ops. Entschuldigung. Die Daily Ops. Also ich bin da schon sehr darauf fixiert, das Ganze mal auszureizen, was eigentlich alles möglich ist. Denn ich muss schon sagen, ich kann gut nachvollziehen, dass Leute sich beschweren, aber es muss doch auch Wege geben, das Ganze irgendwie in irgendeiner Form zu bewältigen. Ja, und da bin ich halt eben jetzt auch am Rumgucken. Ist das jetzt wirklich so schwierig geworden, ja oder nein? Ich meine ganz klar,
man muss halt auch fairerweise dazu sagen, ich bin ein Kommandosoldat komplett auf Schleichen und Schaden geperkt. Ja, also das macht dann halt natürlich noch einen Unterschied. Wenn du jetzt natürlich einen absoluten Messi hast, der einfach nur auf Tragekapazität geperkt ist und null Schaden, ja gut, dann fällst du halt, ne? Dann richtest du halt gar nichts aus. Gut, und zu guter Letzt wurde jetzt noch ein sehr interessantes Feature implementiert mit dem Hotfix. Und zwar bei dem Punktestand, also bei diesem, ich nenne es irgendwie immer noch legendäres Rennen, obwohl es eigentlich gar kein Rennen ist, aber irgendwie hat sich dieser Begriff bei mir in den Kopf gefressen. Und zwar, wenn man jetzt auf den Rüstungspass-Paket klickt, auf Rang 100, dann sieht man jetzt noch mehr Vorschaubilder. Wow, super cool. Eine Änderung, die hat die Welt gebraucht. Ja, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.